Nicht nur der Grünen-Politiker Jürgen Trittin kaufte hier in den späten Jahren der Bonner Regierungszeit seine Zeitungen ein. Auch für viele andere war der nierenförmige Kiosk der inoffizielle Mittelpunkt des Regierungsviertels. Naja, zunächst mal war das ja ungewöhnlich, dass gewissermaßen so ein Verkaufsbude der Treffpunkt wird. Aber es war einfach lebendiger als irgendein Restaurant. Man musste nicht irgendwo hingehen. Gerade um die Ecke Leute treffen, was essen, was trinken, miteinander reden, das eine oder andere austauschen. Das war schon gut. Seit 1957 stand der Verkaufspavillon von Mutter Rausch. 1984 übernahm ihn der Sohn Jürgen Rausch und verkaufte neben Getränken vor allem Brötchen und Würstchen. Sehr zur Freude seiner Kundschaft. Das war ein Treffpunkt für alle. Also ich erinnere mich an Begegnungen mit Johnny Klein, der damals Vizepräsident des Deutschen Bundestags war. Der hat sich dann sämtliche Auslandszeitungen gekauft. New York Times, Le Monde und was weiß ich nicht alles. Daneben stand der Bauarbeiter, der irgendwo die Straße repariert hat und hat sein Fleischwurstbrot gegessen. WDR-Intendant Friedrich Nowotny verkaufte nach einer verlorenen Wette einen Tag lang Würstchen im Kiosk, der auch für die Korrespondenten ein beliebter Treffpunkt war. Da wurde Politik gemacht und da hat man sich natürlich auch parteiübergreifend treffen können. Da haben sich Oppositionelle mit Vertretern der Regierungsfraktionen treffen können. Und diese Absprachen hat es immer gegeben. Es wurden ganz kurze Wege gesucht, um beispielsweise auch schon mal Lobbyinteressen durchzusetzen. Das alles und das hat um dieses Bütchen herum stattgefunden. Auch nach dem Umzug der Regierung nach Berlin blieb das Bütchen. Als das neue Bonner Kongresszentrum hier gebaut wurde, musste es 2006 weichen und wurde auf dem Gelände einer Baufirma abgestellt. Weil es aber unter Denkmalschutz steht, wurde jahrelang in Bonn gestritten, was damit passieren soll. Bis das Bundesbütchen jetzt, 14 Jahre später, fast am gleichen Ort in Bonn wieder eröffnet wurde. Und ab morgen gibt es wieder Brötchen und Zeitungen für alle.